Hier in Schwarmstedt an der kooperativen Gesamtschule schien die Welt lange in Ordnung. Doch auch hier hat sich etwas verändert. Wir hatten zweimal die Situation, dass Lehrkräfte selber angegriffen wurden. Das hatten wir früher nie. Das war immer noch so eine Hemmschwelle. Dass die sinkt, beobachten auch Hanna und ihre Klassenkameraden in der 9. Klasse. Hört halt nicht mehr auf, es wird halt immer mehr auch durchs Internet und so. Wenn man am Boden liegt, dann wird auch nochmal nachgetreten und sowas. Es trifft Schüler und Lehrer. Also bei den Lehrern ist es so, dass sie meistens hinterhergerufen wird oder Fotos gemacht werden und Sticker gemacht werden und dass sie zum Beispiel beleidigt werden. Und wenn der Lehrer dann mal das Handy einkassiert, dann reagieren die auch total aggressiv, beleidigen teilweise oder schreien rum. Dass die Übergriffe auch immer wieder Lehrerinnen und Lehrer treffen, zeigen die Zahlen des Philologenverbandes. 950 niedersächsische Lehrkräfte von Gymnasien und Gesamtschulen hatten an der Umfrage teilgenommen. 70% von ihnen haben bereits verbale Gewalt erfahren. 21% wurden Opfer physischer Gewalt. Sogar 71% fühlen sich in der Schule nicht mehr sicher. Die niedersächsische Kultusministerin sagt heute, das Problem sei erkannt. Man habe bereits begonnen, die Zahl der Schulpsychologen aufzustocken. Außerdem: Wir haben auf der einen Seite einen Erlass, der ganz deutlich regelt, was passiert, wenn Gewalt passiert. Auch wie Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz beispielsweise passiert. Wir hatten jetzt im April einen großen Kongress, weil auch wir die zunehmende Gewaltbereitschaft sehr ernst nehmen. Ich glaube, dass man Gewalt ganz schwer mit Erlassen regeln kann. Ich glaube, deswegen ist es schwierig, so etwas, glaube ich, aus dem Ministerium heraus oder aus den Behörden heraus zu steuern. Es soll weniger Gewalt an den Schulen geben, wünschen wir uns alle. Was man machen kann sicherlich, ist, dass man mehr Sozialpädagogen, mehr Erzieherinnen und Erzieher in die Schulen bringt. Das ist sicherlich sehr, sehr, sehr hilfreich. Das fordern auch mehrere Lehrerverbände. In Schwarmstedt haben sie, auch wegen zunehmender Übergriffe, jetzt ein Handyverbot eingeführt. Doch eigentlich darf die Schule das rechtlich gar nicht durchsetzen. Der Schulleiter hofft daher auf neue Regeln und Unterstützung aus der Politik. Denn bislang gelte: Wir sind da als Schulen hilflos. Das ist so.